sind heute in der Hirslandenklinik an der Vernissage von einer Galerie, wo der Name Programm ist. Sie heisst Paysage Landschaften, ist organisiert von der Galerie Garzaniga. Wir heißen euch willkommen. Kommt mit uns schauen. Garzaniga, ihr seid ein Galerist mit sehr grosser Erfahrung und trotzdem stelle ich mir vor, ist es etwas Neues oder etwas Spezielles in einem Spital, eine Ausstellung zu organisieren. Was genau ist die Herausforderung dabei? Nein, ganz neu ist nicht. Wir arbeiten zusammen mit dieser Hirslander Klinik seit Jahren. Die anderen Räumlichkeiten, die jetzt nicht von der Ausstellung dekoriert sind, sind von früher von uns dekoriert. Und das gibt ein bisschen eine Ambiance, die ein bisschen weniger trist ist als in die normalen Spitäle, wo nichts hängt in die Wand. Ja. Wenn man eine Ausstellung anschaut, versucht man doch irgendwie ein Thema zusammenzuhalten. Im Spital ist die Gefahr, dass das vielleicht ein bisschen auseinanderfällt. Wie wirkt ihr dem entgegenwirken? Nein, wir haben jetzt ausgesucht ein Thema Paysage. Wir haben schon einmal eine Ausstellung gemacht mit Blumen. Wir haben eine Ausstellung gemacht mit abstrakter Kunst. Wir versuchen thematisch, weil das sind alle Künste, die wir im Programm in die Galerie haben. Ist die Ausstellung denn öffentlich zugänglich während dem Spitalbetrieb? Ja, den ganzen Tag ist offen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange so oben kann man reinkommen, aber am Sonntag glaube ich nicht, dass es zugänglich ist. Aber in Katalogen, die wir gemacht haben, steht alles angeschrieben. Aber ich glaube schon, dass ich praktisch jeden Tag, und das ist bis in November, geht das weiter. Und wenn Bilder verkauft werden, tun wir das liefern und ersetzen mit neuen Bildern. An Bildern fehlt es nicht. Das wäre aber doch gerade eine Frage, die mir gekommen wäre. 25 Künstlerinnen und Künstler, ja. Denke mir, ist ein grosser Pool. Ja. Wie habt ihr die zusammengeführt? Ja, das sind Künstler, die wir normalerweise immer regelmäßig in die Galerie ausstellen. Wir eröffnen im Moment wir auch eine Ausstellung mit der Gruppe 33 in die Galerie. Das sind 20 Künstler, die mitmachen. Das sind Künstler, die in Basel sehr bekannt sind, von Irene Zurkinden, Meret Oppenheim, Otto Abt, Walter Bodmer, Walter Kurt Wimken. Das sind Künstler, die wir auch seit Jahren vertreten und die Ausstellung an Gemsberg läuft in parallel mit dieser Ausstellung mit anderen Künstlern hier in Münkenstein. Frau Delacruz, Sie sind Direktorin der Klinik Biershof. Seit Jahren macht ihr Ausstellungen, aber das hier ist ganz speziell, haben wir vorhin gehört. Würdet ihr unseren Zuschauern erklären, was es ist? Das ist richtig. Die Hirslandenklinik Biershof feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Das ist für uns ganz ein wichtiges Jubiläum. Wir sind auch stolz, weil wir viele Gründerärzte und ganz langjährige Mitarbeiter, die seit dem Anfang da sind, immer noch bei uns haben, in unserer Belegschaft. Und darum ist das für uns ein ganz spezieller Moment. Und wir feiern den, weil Kunst im Biershof eine Institution ist. Wie ich vorher gesagt habe, feiern wir das mit einer besonders langen, besonders grossen Ausstellung, sehr vielfältig über Landschaften. Ihr habt vorhin einen lustigen Gedankensprung gemacht. Landschaft und Baselland. Dürft ihr uns das noch erläutern? Ja, die Gründerärzte, die die Klinik auf die Beine gestellt haben, aufgebaut haben, die sind nicht zwingend aus Baselland gewesen. Aber sie haben sich für Münkenstein, Kanton Baselland, entschieden. Und ich glaube, es ist ein spezieller und wichtiger Bezug, dass wir jetzt eigentlich eine Ausstellung machen über Landschaften. Lorenz, du bist einer von 25 Künstlern. Hast du nicht Angst, dass du untergehst? Wieso? In Masse. Ja, 25 ist 25.
Nein, überhaupt nicht. Es ist ja eine Gruppengeschichte und es soll auch eine Gruppenausstellung sein. Es ist ja nicht eine Einzelausstellung und von daher finde ich ein 25er vom Kuchen finde ich gar nicht schlecht. In Tat und Wahrheit ist es tatsächlich so, dass wenn man die Ausstellung anschaut, es keinen Hunger geht. Es ist eine beachtlich schöne Ausstellung. Wir stehen jetzt hier auch zu zwei von deinen Bildern. Wie ist es für dich, eine Gruppenausstellung in einem Spital mitzumachen? Gut, Spital ist natürlich ein dankbarer Ort, weil hier kommen die Leute her, da sitzen sie, sie bewegen sich hin und her. Es ist so der Genesungsprozess, der stattfindet. Und Bilder können natürlich ein Beitrag sein, für den Genesungsprozess anzukurbeln, sage ich jetzt mal. Wenn man denkt, dass es Landschaften sind, ist es tatsächlich so, dass sie, glaube ich, wirklich eine heilende Wirkung haben. Dein Blau übrigens so. Ja, gut, Blau hat natürlich Blau hat eine tolle Wirkung. Wenn man in den Himmel schaut, dann bin ich schon fast gesund.